Wir haben jetzt mittlerweile schon wirklich viele Jahre Forschung, vor allem aus Amerika, weil dort wirklich Gehaltsverhandlungen im großen Sinne möglich sind. Bei uns sind ja ganz viele Berufe, nämlich eigentlich die meisten, kollektivvertraglich abgedeckt. Aber dort, wo du quasi ganz frei verhandeln kannst, dort sehen wir, dass Frauen nicht weniger oft verhandeln als Männer, nicht schlechter verhandeln als Männer, aber trotzdem bestraft werden. Und zwar fürs Verhandeln bestraft werden, weil sie quasi nicht ihrer Geschlechterrolle entsprechen und vor allem die Chefs, die männlichen Chefs, halt lieber mit angepassten, netten Frauen arbeiten und nicht mit welchen, die ums Geld fragen.